Mit Stolz und Leidenschaft steht auf den Autos, die seit vorgestern durch Gelsenkirchen fahren und weit verbreiten, dass Julian Draxler seinen Vertrag bis 2018 verlängert hat. Die Bild-Zeitung vermutet eine Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Millionen Euro. Der Götze-Transfer zum Vergleich hatte 37 Millionen Euro gekostet. Draxler also weiter auf Schalke, Stuttgart das vorletzte Mal, bevor es am 1. Juni gegen die großen Bayern im Olympiastadion geht. Schalke mit Uchida in der Startelf übernahm die Kontrolle des Spiels. 3 Minuten nicht mal gespielt. Das ist Jones. Ulreich, der im DFB-Pokal seine Mannschaft drin gehalten hatte gegen Freiburg. Letzte Woche das 0:2 gegen Fürth. Es steht Schadensersatz an beim VfB. Auch für die Fans, die letzte Woche groß enttäuscht wurden. Stattdessen Schalke über Fafan. Neustädter sieht die Lücke. Hünteler. Ulreich, der beste Stuttgarter zu diesem Zeitpunkt, der immer wieder seine Mannschaft an diesem 0:0 festhielt. Stuttgart nach einer Viertelstunde über Molinaro findet keine Anspielstation. Das macht nichts, weil er es alleine machen kann. Läuft bis zur Grundlinie. Und da ist Makeda, der heute bei Stuttgart spielt. Letzte Woche noch eingewechselt für Shinji Okazaki. Heute kriegt der Italiener seinen Startelfplatz von Bruno Labbadia. Kurzes Hoch der Stuttgarter, danach wieder Schalke über Raphael. Kriegt den Freistoß für S04. Und ausführen wird Michel Bastos. Aus der Entfernung ein absolut guter Freistoß. Ulreich, der nicht dran war, vermutlich aber dran gewesen wäre, wäre der Ball aufs Tor gegangen. Dritte Ecke für Schalke im Spiel. Pfaffern, abgewehrt von Hanek. Und wieder Bastos. Aber auch Bastos zeigt an, wann fällt endlich das erste Tor. Schalke mit der vierten guten Aktion immer noch torlos. Die Chancen waren da, aber die Tore fehlen einfach noch nicht für Schalke 04. Und man will sich ja Tabellenplatz 4 absichern. Jens Keller, dessen Zukunft auf Schalke noch nicht gesichert ist, braucht diesen vierten Platz zum Erhalt des Jobplatzes. Hünteler, 36 Minuten gespielt. Hünteler! Wenn es kein anderer macht, dann trifft immer noch Klaas-Jan Hünteler. Letzte Saison Torschützenkönig. In dieser Saison hat es ab und an geholpert. Aber hier im vorletzten Spiel, im letzten Heimspiel, trifft Hünteler nochmal für Schalke 04. Und schießt die Mannschaft verdient in Führung, vorbereitet von Raphael, der heute im Mittelfeld spielt, für den gesperrten Julian Draxler. An der Seite Jens Keller zur Halbzeit. So sieht Joberhaltung aus. Platz 4 wäre mit diesem 1:0 gesichert. Stunde gespielt, Halbzeitstand 1:0, Stuttgart über Ibišević. Hildebrand das erste Mal gefordert bei diesem Schuss von Vedat Ibišević. Überhaupt die erste Torchance für Stuttgart. Traoré, wieder Hildebrand vor Makeda. Stuttgart wurde stärker, 20 Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt. Traoré sieht die Lücke für Ibišević, der sich auf einmal löst von den Verteidigern, nur noch vor Hildebrand. Und der behält die Nerven gegen Vedat Ibišević. Aber Stuttgart weiter auf Ausgleichskurs. Inzwischen war dieses Spiel ausgeglichen, die zweite Halbzeit sogar mit Vorteilen für Stuttgart. Hanek auf der rechten Seite. Fuchs sieht nicht gut aus beim Verteidigen. Das ist Hoogland. Und das ist Ibišević mit Volldampf zum Ausgleich für Stuttgart. Das alles vor den Augen von Horst Held, früher Spieler und Manager bei Stuttgart, inzwischen bei Schalke. Inzwischen macht er hier die Verträge auf Schalke. Aber Ibišević macht den verdienten Ausgleich für den VfB, eingeleitet durch viel Platz auf der rechten Seite und Hoogland, der den Weg mitmacht und eine tolle Flanke bringt. Und Ibišević steht genau richtig. Höwedes, der Knappe, seit 2001 auf der Website steht es, der hier nicht gut verteidigt. 10 Minuten noch, Schalke unbeeindruckt über Raphael. Nochmal Raphael. Raphael und Michel Bastos, die beiden Winterzugänge, die immer wieder mit Distanzschüssen die Stuttgarter zum Wackeln brachten. Wirklich gefährlich wurde es nicht, dank eines guten Keepers Sven Ulreich. Schalke unbeeindruckt allerdings
vom Ausgleich versucht weiter die erneute Führung zu erzielen über Jones. Hoogland diesmal mit Stellungsfehler. Hintela, Gentner abgewehrt, aber Raphael und Ulreich. Es sollte einfach nicht sein für Schalke. Die letzte Aktion des Tages gebührt Stuttgart. Maxim Hildebrand, Kopfball von Ibisevic, der ohne zweiten Treffer bleibt. Aber Schalke nur mit einem Punkt. Die Champions League im kommenden Jahr ist noch nicht gesichert und Jens Kellers Zukunft noch ungewiss auf Schalke.